Hallo, in diesem Video möchte ich Rotofenster vorstellen. Es soll keine Werbung sein, es soll kein Schlechtmachen sein, es soll einfach nur zeigen, was bei Roto passiert und was Roto kann. Zum einen möchte ich mal damit anfangen. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen, hier sind zwei Einkerbungen drin. Roto kann die Fenster bis fast ganz zuklappen. Ich mache das mal. Und sie sind trotzdem noch offen. Dafür gibt es diese zwei Einkerbungen. Ich habe das Fenster jetzt in der Zustellung und wir haben immer noch einen Spalt offen hier und auch da. Das ist dafür da, damit sich kein Schimmel bildet, damit man das Fenster auflassen kann, obwohl dann eigentlich nichts reinkommt. Ein weiterer Punkt ist, man sieht, der Rollladen ist momentan unten. Man kann bei Roto die Fenster aufmachen, obwohl der Rollladen unten ist. Man kann sie auch bis ganz aufmachen. Ich weiß noch nicht, ob das auch die Fenster ganz gut finden. Also, aber in dieser Stellung ist auf jeden Fall ganz normal, kriegt man auch gut auf. So, das ist das Teil, womit ich zumindest meinen Rollladen auf und zu mache. Was mir ganz wichtig war, dass ich keinen Rollladen habe, der automatisch, also elektrisch funktioniert, sondern einen, den ich per Hand bedienen kann. Das ist die sogenannte Fensterputzstellung. Da kann man das Fenster einmal so hochklappen. Ich habe es jetzt hier mit einem Stock mal befestigt, damit ich ein bisschen weiter weg mit der Kamera kann. Theoretisch kann man das aber ganz schön hochklappen. Also man kommt eigentlich, wenn ich jetzt einen Stuhl hätte, würde ich auch bis oben dran kommen. Also man kann es schon ordentlich weit umklappen. Ich kann noch mal ein bisschen weiter weggehen, die Kamera weiter weghalten. Also man sieht ja auch den Winkel, das geht im Grunde gerade hoch. Hängt aber auch vom Typ des Fensters ab. In der Stellung, glaube ich, sollte man den Roller nicht mehr runter machen. Das müsste man aber dann im Zweifelsfall in der Bedienungsanleitung gucken. Wie weit man das Fenster aufmachen kann, hängt natürlich auch vom Typ ab. In dem Fall, ich weiß nicht genau, wie viel Grad es ist. Ich stehe auf jeden Fall jetzt gerade vorm Fenster. Jetzt würde ich ungefähr die Kamera auf Höhe dieses weißen Randes positionieren. Und man kann also schon relativ weit rausgucken. Ich zeige mal den Winkel, wenn ich jetzt nach oben in den Himmel gucke. Kann nicht direkt nach oben gucken, dann sieht es nämlich so aus. Aber man hat schon einen guten Ausblick. So, ich zeige jetzt mal den Rahmen des Fensters. Man sieht jetzt hier, ich hoffe, es fällt mir jetzt nicht zu, man sieht hier ist ein schwarzer Fleck und man sieht hier ist so eine schwarze Abreibung und das ist also auch ein bisschen dreckig und jetzt gehe ich mal hier runter, so sieht das hier unten in der Ecke aus und ich gehe weiter und so sieht das im Grunde den ganzen Rahmen über aus. So, wir haben auch hier, sieht man auch hier so eine Spur. Das Problem dabei ist, an diesem Stück hier ist das scharf das Fenster. Das Fenster scheint sich in der Hitze und Kälte immer auszudehnen und sowas. Das knallt dann immer hier dran. Also es knallt nicht dran, ich mach's mal zu. Also es geht trotzdem noch zu und auf, aber es bildet sich ja hier dieses Ding und es kann auch ein bisschen krasser werden. Also ich hatte ein Fenster, was sogar nicht mehr zuging, weil das so krass war, das macht man dann ein paar Mal auf und zu und dann geht's aber wieder. Das ist kein rotospezifisches Problem, würde ich sagen. Also hier ist wahrscheinlich auch dasselbe Problem. Das liegt einfach an dem Material. Aber solange das Fenster dann noch auf und zu geht, ist kein Problem. Zu dem Punkt hier, da könnte man jetzt meinen, dass ich extrem unsauber bin und natürlich könnte ich das auch alles waschen. Das Problem hierbei ist, dass wenn es regnet, dass das Wasser reinkommt. Also die Fenster werden hier niemals zugemacht, sondern immer in diese halboffene Stellung und dadurch fließt das Wasser. Also dadurch kommt kleines Spritzwasser einfach hier rein und es bildet sich hier. Und ich hatte sogar den Fall, einmal als es stark geregnet hatte, dass es fast bis oben hingelaufen ist und dann runtergelaufen ist. Also dann lief das hier durch. Und das ist auch das gleiche Problem, was hier ist, dass einfach das Wasser hier reinkommt seitlich. Und das ist auch vom Fenster. Also hat auch was mit Wasser zu tun. Man muss aufpassen, wenn man Roto anschreibt oder die Leute fragt und sowas hat, vielleicht auch wenn die Fenster geschlossen sind. Am Anfang war es ja auch, als die Fenster geschlossen sind. Dann kriegt man wahrscheinlich zuerst gesagt, dass es ein Lüftungsproblem ist. Wenn man aber, also dass es dann irgendwie aufgrund von Schimmelbildung oder sowas ist, wenn man aber ordentlich lüftet und es trotzdem passiert, dann stimmt was mit den Gummis nicht. Weil dieses Problem hier ist in jedem Fenster, was wir eingebaut haben. Und es geht jetzt weiter zum, also das ist direkt die Überleitung zum nächsten Thema. Wenn es regnet, auch nur ein bisschen, dann kommt es immer rein, weil seitlich auf dem Dach prallt der Regen so zur Seite rein. Das heißt, wenn ich das Fenster nicht in dieser absolut zu einer Position habe, dann regnet es immer in die Wohnung. Also selbst wenn ich es nur so offen habe, regnet es auch in die Wohnung. Es gibt, das Problem dabei ist, dass eben das Wasser direkt hier dran plätschert. Am Fenster gibt es keinen Überstand, der, also es gibt nur, wenn man jetzt mal hier guckt, es gibt diesen kleinen Überstand, aber der reicht nicht. Also man bräuchte vielleicht noch ein paar Zentimeter mehr, der dann nochmal das Dach schützt, damit es nicht so stark reinregnet. Man könnte jetzt sagen, gut, macht man die Fenster einfach zu, aber im Sommer ist es halt fies, weil es wird einfach dann ganz schön heiß. Und wenn es heiß war und dann regnet und dann draußen abkühlt und man die Fenster nicht aufmachen kann, weil es dann reinregnen würde, dann ist man schon richtig angepisst. Ansonsten noch ein Wort zum Thema Fenster öffnen. Wenn ich das Fenster so in diese, ich sag mal, halboffene Position bringe, hier, das ist so eine Art erster Einrastpunkt. Bis zu diesem Punkt geht das Fenster relativ weit hoch. Wir haben jetzt den Roller runter, deswegen will ich jetzt nicht weiter aufmachen, aber normal muss ich schon mit ordentlicher Kraft dagegen drücken, damit ich dann das schaffe, dieses Fenster dann richtig aufzumachen. Aber, also es waren jetzt ein paar negative Punkte dabei, aber im Großen und Ganzen sind die Fenster doch okay. Also es gibt, wie gesagt, dieses Problem mit dem Regen und die bisschen arrogante Art von Roto da auf. Ich hatte auch gefragt, wie es aussieht, die hatten einfach keine Antwort mehr geschrieben. Da ist so ein bisschen arrogante Art, finde ich, dabei, aber ansonsten rein materialtechnisch ist es auf jeden Fall im Vergleich leider immer noch das Beste. Ich sage deswegen leider, weil es immer noch aus meiner Sicht sehr viel Verbesserungsbedarf gibt. Gerade mit dem